Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Taxi Live. Wir sind hier kurz vor unserem Fahrgast. Mal schauen, wo er hin will. Okay, das steht dann nicht. 1,99 Kilometer. Na dann, mal schauen, wir werden schon früh genug sehen, wo er hin will. Ich habe da versucht... Do you know what's worth seeing in Barcelona? Strand. The beach is always a good choice. I'm more into sightseeing. If it's not your cup of tea, then maybe you'll enjoy eating good food. Oh, that's an interesting option. Oh ja, gutes Essen gibt's immer. Vor allem Tapas. Tapas, ich liebe es. Yep, delicious food is always a good idea. It sure must be quite pricey. I'm sure you will find something right for you. I will consider it. Thank you. Na gut, kommt darauf an, aus welchem Land man vielleicht stammt. Ich finde für... Unser Verhältnis, also als Schweizer gesehen, war es nicht wirklich so teuer. Ich glaube eher ein bisschen... Leute, entscheidet euch! Ich würde sagen eher ein bisschen günstiger als die Schweiz. Aber wenn man natürlich irgendwie aus Deutschland kommt oder irgendwo aus einem anderen Land, wo man sowieso mit Euro bezahlt, ist es wahrscheinlich etwa gleich, würde ich sagen. Oder schätze ich mal zumindest. Blink doch, dann wüsste ich, dass du gerade nicht geradeaus fährst. Okay, da war ich in der falschen Spur. Naja. Kann passieren. Biomedizinischer Forschungspark? Den hatten wir ja schon. Irgendwie leckt das immer noch ein bisschen. Komischerweise kann Nvidia da auch nicht die FPS-Anzahl anzeigen. Wo das Spiel eigentlich im Vollbildmodus läuft. Aber gut, wir lassen uns jetzt mal da nicht so sehr beirren davon. Bisher gefällt mir das Spiel gut. Schöne Grafik hat es. Viele Features. Und jetzt mal was anderes wieder mal. Aus dem Simulationssektor. Und Simtrack, also Simtrack oder wie die Developer heißen, haben glaube ich bisher bloß einen Train-Simulator gemacht, wenn ich da richtig bin. Also von daher ist das was ganz anderes hier. Und da müssen sie natürlich erstmal ein bisschen wieder reinkommen in dieses Genre von Fahrsimulatoren. Aber ich glaube, das Spiel hat viel Potenzial, würde ich sagen. Wenn jetzt noch mein Lenkrad unterstützt werden würde, dann wäre es um einiges besser. Aber gut, es gibt auch viele Marken,
Also viele Hersteller, die Lenkräder herstellen. Und da kann man ja nicht erwarten, dass eigentlich sofort alle Lenkräder unterstützt werden, wenn die Developer nicht so groß sind wie andere. Noch einmal hier rechts abbiegen. Dann sind wir auch schon da. Wenn ihr denn fahren würdet wieder mal. Kurz mal von außen schauen. Sagt mir jetzt, glaube ich, nichts, wo wir hier sind. Erfolg. 5 Sterne. Kurz schauen, haben wir einen Verstoß? Nee, haben wir nicht. Sehr gut. Base de Puyades. 2,5 Kilometer waren das. 295 Euro. Nächstgelegener Auftrag. Clara Green. Nehmen wir das gleich mal an. Okay, das wird jetzt lustig. Wir müssen hier gleich links abbiegen. Von ganz rechts auf die linke Spur. Naja, ich weiß ja nicht. Aber gut. Niemand... Oh shit. Niemand gesehen. Das allerdings schon. Aber wir müssen einen U-Turn machen. Ja, das ist ein bisschen doof. Finde ich auch schön in Barcelona, dass sehr viele Bäume in den ganzen Straßen stehen. Bringt natürlich so ein bisschen eben das spanische Feeling mit. Okay, der Park sind so nervt, ehrlich gesagt, ein bisschen. Junge, ich schau gleich, wenn wir wieder an der Rampe stehen. How long do you usually work? Ah gut, bisher kann ich das noch I'm beurteilen. The boss, so I can take time off whenever I want. It's important to have a good work-life balance. Ja. I love being my own boss. I can control how much I work and when I work. I admire people who can manage their schedule and make good money. Most people are lazy. I'm just a hard worker compared to the average person. Don't be so full of yourself. Oha. Sorry, I didn't mean to come off as narcissistic. Okay, das kam ein bisschen falsch rüber. Mir ist nur gerade aufgefallen, ein bisschen doof, dass sie die Tasten auf die Blinker auch gelegt haben. Das heißt, wenn man blinken will, kann man aus Versehen vielleicht was Falsches antippen. Wow. Die Polizei nimmt den Fußgänger die Vorfahrt oder den Vorrang. Okay. Barcelona hat ein anderes Pflaster. Die Bremsen sind ein bisschen harsch eingestellt. Dieses Feature finde ich sehr gut, dass man sich nach vorne lehnen kann. Die Ampel würde ich sonst nie sehen. Auch hier sind wir richtig. War gerade ein bisschen verwirrend mit der anderen Straße hier rechts.
Der Sensor die ganze Zeit. Ich muss dann gleich ausschalten. Gut, so langsam komme ich ein bisschen rein. Neuer Fahrer. Fahre im Laufe einer Karriere 10 Kilometer. Nice. Ich wollte gerade sagen, langsam komme ich ein bisschen rein mit dem Gamepad. Okay, der schickt uns jetzt irgendwie eine weirde Straße entlang. Aber wir folgen mal hier das Navi. Sorry! Bisschen sehr nah. Vielleicht darf man da vorne nicht links abbiegen. Was gut möglich sein kann. Glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass das der Fall war. Naja. Meine Navis wissen manchmal auch nicht den besten Weg. Ja, nee, doch hier. Okay, diese Kreuzung wird jetzt spannend. Wir müssen... Ist jetzt jemand irgendwo reingefahren? Ah, hier links müssen wir. So, da sind wir. Vielen Dank für die Fahrt. Erfolg. Plaza de Bauvilla. 2 Kilometer, 270 Euro gemacht. Leider kein Trinkgeld. Schade. Aber okay. Vielen Dank für die Mitfahrt. Beiden sind ausgestiegen. Oder die drei. Denkmal für General Josep Mor... Was? Mor... Moragues? Ist diese Pfosten hier oder was? So, wahrscheinlich ist da eine... Okay, wahrscheinlich ist eine Flagge dran. Aber bevor wir losfahren. Da. Kurz mal schauen, wo wir jetzt sind. Nicht viel weiter. Wir könnten jetzt theoretisch mal hier runterfahren. Zum Beispiel das anschauen und dann diese Person hier einsammeln. Und das Fragezeichen mitnehmen. Machen wir doch einfach mal. Müssen wir hier einen U-Turn machen? Okay, die Ampel ist grün. Die Straße sieht auf dem Navi sehr kompliziert aus. Aber das ist, glaube ich, auch, weil es noch einen Tunnel gibt. Ja, da gibt es noch einen Tunnel, wenn ich das richtig sehe. Hallo? So. Dann fahren wir mal dahin. Schauen, ob wir da, ob mir da was bekannt vorkommt. Könnte vielleicht sogar möglich sein.
Schön, wie alle den Fußgänger einfach ignorieren. Hier rechts gibt es ein Fragezeichen. Graffiti. Sieht nice aus. Sieht mir eher nach einem Mosaik aus, ein bisschen. Oh no, das hätte mich jetzt interessiert, könnte man da runterfahren ins Parkhaus? Das wäre jetzt spannend gewesen. Okay, hier doch den 70 fahren. Dann machen wir das auch mal. Trotzdem ein bisschen aufpassen. Hä? Doch, das ist schon richtig. Die blaue Linie hat gerade kurz für den Augenblick gezeigt, dass wir umdrehen müssten. Aber das war falsch. Die Fußgänger sind noch ein bisschen weird. Und auch, dass das Auto von alleine einfach weiter rollt und nach links und rechts rutscht. Da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial, um das zu verbessern. Okay, da links ist die Person. Oh. Gehen wir gleich hin. Weird. Hafenseilbahn Turmjom. Ah, ist das diese Seilbahn, die auf den Berg geht? Leute, fahrt doch mal. Ja, ich glaube, wenn ich richtig bin, würde die theoretisch da hinten auf den Berg gehen. Aber wie man sieht, sieht der Berg ziemlich schlecht aus. Deshalb existiert die Seilbahn gar nicht. Aber wäre schön, wenn sie das auch eingebaut hätten, sodass man sie so im Hintergrund fahren sieht. Aber okay. Da steht ein Blitz irgendwo. Ach komm, das schaffen wir noch. Sehr fies von mir, ich weiß, aber. Sonst warten wir hier auf Fußgänger 10.000 Jahre lang. Hat schon so ein eigenes Feeling, diese Stadt hier, finde ich. Wait a second. Wie sieht man das denn? Ich glaube, wenn man hier noch ein bisschen weiter fährt. Ich fahre mal noch ein bisschen weiter. Vielleicht von der anderen Seite aus oder von hier vorne. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch Wetter? Man könnte bis hier vorne fahren, theoretisch. Aber das lassen wir mal.
Irgendwo hier auf der rechten Seite soll was sein. Ich fahr mal hier rechts ran. Ah, W Barcelona Hotel. Das ganz da vorne. Und das da vorne. Okay, theoretisch könnten wir auch die Person hier drüben mitnehmen, aber ich glaube, ist das schlau, wenn man wechselt? Ah, man kann zwei mitnehmen. Wollen wir das? Okay, nee, man kann nur jemanden mitnehmen. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Aber ich würde sagen, das war es erstmal wieder für diese Folge von Taxi Life. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, ich fahre bis dahin mal zum Kunden und dann holen wir ihn da ab. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.